So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Maker 2 im Abenteuermodus. Heute machen wir einfach wieder ganz normal mit den Hauptmissionen weiter. Und wir haben hier erstmal eine Mission mit dem roten Yoshi, alles klar. Und zwar sollen wir 25 Cheep-Cheeps besiegen. Ja, sollte klar gehen, oder? Ja, wir können ja mit dem roten Yoshi, können wir ja so Feuer spucken. Von dem her, ne? Geht klar. So. Okay, dann hier rein, jawohl. Ja, man muss halt ein bisschen gleiten, ne? Ja, so können wir natürlich auch welche besiegen. So, 18 von 25. Ja, nicht mehr so viele. So, okay. Ich weiß auch gar nicht, wie viele es gibt. Okay. Wir haben leider nicht 25 bekommen, aber ich denke, wir können das nochmal machen, oder? Würde ich schätzen. Ja, wir können einfach nochmal rein. So, und dann, ja, lasse ich mich jetzt aber ein bisschen schneller fallen, weil ich eben nicht mehr viele brauche. So, die zwei. Jawohl. Und passt schon. Wir haben 25. Ich glaube, es gibt so 30 oder so. Kann das sein? Doch, ich glaube, das kommt hin. Also so sah es zumindest aus. Jawohl. Ein sehr schnelles, kleines Level zum Einstieg. Passt doch, ne? Ist doch nice. Jawohl. Und dann kriegen wir auch wieder Coins. Und ja, das heißt, wir können natürlich auch endlich mal wieder am Schloss weiterbauen. Und zwar am Dach vom Hauptgebäude. Das ist richtig nice. Ohne Scheiß. Jawohl. So. Lass mich mal kurz was gucken. Okay, da ist der Hund in Ordnung. Ja, machen wir einfach ganz normal weiter. So, die Ballade vom Wandsprung. So heißt die nächste Mission. Okay, ein Wandsprung-Level. Ja, es sollte, denke ich, auch klar gehen. Ne? Im NSMBU-Look. Okay, alles klar. Okay. Ja, schauen wir mal. Ja, ich denke, die Münzen werden uns wahrscheinlich schon recht gut den Weg weisen. Oh, und mit Squalling. Squalling-Level. Wie ich Squalling-Level liebe. Mindestens genauso sehr wie Let's Play Markus. So. Muss natürlich erwähnt sein, ne? Okay. In Ordnung. So. Dann hier runter. Jawohl. Ja, die 10er-Coin, die hätte ich ganz gerne. So. Bam, bam. Ich warte auch ein bisschen. So. Jawohl. Hier natürlich auf die Kettensägen aufpassen. So. Ba, 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 ba. Aber auch mal eine andere Art von Level. Scheiße! Ich war doch da drauf, hä? Warum bin ich da abgerutscht? Ah, komm schon. Oh, das ist ja blöd. Das war jetzt so eine schöne Runde, ja? Und dann rutsche ich da so blöd ab. Die Coins nehme ich aber trotzdem mal mit. Aber das war echt ganz gut für den ersten Versuch, ne? Ah, stimmt, den Dreher kann ich auch noch machen, wenn ich noch ein bisschen, jawohl, noch ein bisschen was rausholen will. Jawohl. In Ordnung. Oh, aber das ist jetzt blöd, ne, dass ich so gestorben bin. Was muss ich denn als nächstes machen? Auf den Schlangenblöcken solche Wandsprünge oder was? Könnte ich mir sogar vorstellen, ne? So, okay. Dann hier runter. Ja, ich bin ja schon gleich wieder da, ne? Jawohl. Okay, und ja. Sieht so aus, als ob ich jetzt an den Schlangenblöcken solche Wandsprünge machen muss. In Ordnung. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Beziehungsweise glaube ich noch gar nicht. Außer beim privaten Zocken des Abenteuermodus natürlich.
Ne? Wow, das war gerade knapp. Okay. In Ordnung. So. Ah, komm schon! Hä? Warum? Warum ist jetzt Mario nicht an der Wand so runterge... Hä? Ich verstehe das nicht. Was ist denn los? Das Level kann mich nicht leiden. Oder was? Was ist denn los, ey? Ich bin an der Wand gewesen. Aber nee, es zählt nicht. Hä, warum? Warum? Mit welcher Begründung? Mann, das regt mich jetzt schon ein bisschen auf. Weil ich war eindeutig an der Wand. Ihr habt's gesehen. Und trotzdem ist Mario einfach gestorben. Warum auch immer? Hä? Ach komm schon. Jetzt verarsch mich doch nicht, liebes Level. Brauchst mich doch nicht verarschen hier. Wenn du mich nicht leiden kannst, kannst du mit mir darüber reden, ja? Aber ich muss dich ja schließlich schaffen. Ach komm schon, jetzt fail ich schon bei den Kettensägen. Als ob. Nee, aber warum? Warum bin ich da gerade gestorben? Das macht absolut gar keinen Sinn. Also jetzt mal ehrlich. Sonst normalerweise schleift er doch so an der Wand. Warum gerade eben nicht? Ich verstehe es nicht. Na toll, und meine Nase kitzelt jetzt auch noch. Das ist natürlich die perfekte Kombination. Nicht. Hä? Was machst denn du? Du sollst doch nicht oben drauf. Ey, was ist jetzt los? Mann, ey. Was ein Bullshit. Das Level kann mich echt nicht leiden, ne? Was soll das? Gibt's hier noch ein verstecktes Item? Nee. Mann, ey. Jetzt ehrlich, was soll die Scheiße? Es ist jetzt nicht so schwierig, dieses Level. Das Level ist echt nicht so schwer. Aber es kann mich halt einfach nicht leiden. Warum auch immer. Mich kann doch jeder leiden, oder nicht? Oh Mann. Was ein Bullshit. Das regt mich jetzt echt auf, ne? Dass das jetzt so blöd war gerade eben. Ich gehe noch Game Over bei dem Level. Wollen wir wetten? Mann. Was soll die Scheiße? So. So schwer ist das Level ja nicht. Warum? Oh Mann. Es funktioniert halt nicht richtig. Ich habe die Wandsprünge richtig gesetzt, aber nee, er akzeptiert es nicht. Der Mario. Der setzt die irgendwie richtig blöde. Hä? Warum? Schon wieder? Er rutscht nicht an der Wand. Er fällt einfach runter. Ich war eindeutig an der Wand. Was soll die Scheiße? Mann, ey. Sowas regt mich einfach nur auf. Wenn das Spiel einfach nicht richtig funktioniert. Nintendo programmiert die Scheiße richtig. Mann, ey. Ich war eindeutig an der Wand, aber nee, er rutscht einfach nicht. Weil ihr nicht programmieren könnt, oder was? Was soll das? Ja, genau. Ja, komm, bring mich um. Alter. Was eine Scheiße, ey. Was soll das wieder, ha? Was soll das wieder? Ohne Witz. Richtige Scheiße hier. Also manche Sachen kriegt Nintendo echt Scheiße hin. So wie das hier. Ich war an der Wand, aber nee. Er fällt einfach runter, anstatt an der Wand zu schlittern. Warum? Hä? Warum? Ich habe sogar noch in Richtung Wand gedrückt, ja? Also spätestens dann sollte es ja funktionieren. Oder? Also bitte. Macht gar keinen Sinn. Mann, ey. Das regt mich jetzt auf. So ein Bullshit, ey. Haben das irgendwelche Neulinge programmiert oder was? Ah, komm schon. Jetzt schon wieder so ein blöder Fail bei der Kreissäge.
Mann, wie mich das Level gerade aufregt, obwohl es das eigentlich nicht sollte. Warum machst du einen Spin-Jump? Ich habe keinen Spin-Jump gemacht. Lernt programmieren, ja? Ohne Scheiß. Sonst lasst solche Level bleiben. Warum macht er einen Spin-Jump? Es ergibt gar keinen Sinn, einen Spin-Jump an der Stelle zu machen. Mann, ey. Dieses Level, das ist Bullshit, ja? Bloß weil Nintendo das nicht richtig programmieren kann, ja? Dann fail ich wieder. So, lass mich einfach hier oben drauf, solange keine Kreissägen kommen. So, Edge. Kann das Level bitte einfach enden so? Meine Güte, ey. Dieses Level war einfach nur scheiße gemacht. Alter. Ohne Flachs. Also manche Level von Nintendo sind richtig geil und manche sind einfach so ein Bullshit, ja? Wo gar nicht richtig programmiert ist. So. Gelb, rund, wütend. Ja, das bin ich. Außer, dass ich halt grün bin. Und nicht gelb. Aber das klingt nach der Angry Sun, ne? Das klingt sehr stark nach der Angry Sun. Ja. Tatsächlich. Ja gut, was auch sonst, ne? Gelb, rund, wütend. Das kann nur die Angry Sun sein. Das hätte gar nichts anderes sein können, ja? So, was gibt's denn hier oben? Ein One-Up. Nehme ich nicht mit, brauche ich nicht. So. Okay. Okay. Hier noch einen schönen Tanuki-Schweif. Beziehungsweise ein Waschbär. Ne? So. Ach stimmt, die Maulwürfe, die verfolgen einen. Ja, stimmt ja. Ganz vergessen. So. Wow, Alter. Der ist ja ein bisschen aggressiv mit Flügeln. Ne? Okay, check the point. Nice. Ja, das Level, das ist jetzt schon wieder besser gemacht, finde ich. Ne? Okay, warum splittet sich denn hier der Weg auf? Okay. In Ordnung. So. Und auf die Wolken drauf. Ja, genau, in dem Moment kommt die Angry Sun. Ja, da konnte ich jetzt nicht viel machen. Oh, hier in so einer Sub-Area ist sie tatsächlich auch ein bisschen fieser, finde ich, ne? Wenn man bloß so einen schmalen Raum hat, ne? Wenn es so ein hochkantes Level ist, ne? Dann ist das tatsächlich fieser, finde ich, ne? Mit der Angry Sun. Hat man nicht so viel Platz zum Ausweichen wie sonst, ne? So, okay. Und hier hoch. Jawohl. In Ordnung. So, komm schon. Geh hier hoch. Jawohl. Dann hier hoch. Boah, das war gerade knapp, oder?
Also es kam mir gerade ziemlich knapp vor. Okay, und jetzt so eine Art Schlangenblockbahn. Ne? So eine Art, wenn man so will. Okay, dann bleibe ich einfach mal stehen, würde ich sagen. Ne? Nicht, dass mir noch irgendwelche Scheiße passiert. Aber bei sowas am besten einfach stehen bleiben. Sonst rutscht man irgendwie blöd ab. So. Und hier hoch. Jawohl. War's das? Ja, das war's. Okay. In Ordnung. Das war jetzt wieder ein besseres Level, ja? So, okay. Ba, 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 da, ba, ba. Und noch ein bisschen Kohle, ne? Genau. Dass wir möglichst bald das Schloss mal zu Ende bauen können, ne? So. Freie Fahrt für Koopa-Autos. Erreicht das Ziel mit einem Koopa-Auto. Nice, Mario Kart Action, oder was? Scheint so. Aber schauen wir mal. So, komm her. Komm jetzt her. Komm her. Ey, jetzt komm doch. So, dankeschön. Jawohl. Und auch Super Mario Kart Musik. Das fetzt. So. So. Okay. Ne, solche Level finde ich irgendwie richtig geil, oh. Auch im Online-Modus. Auch wenn man da sehr präzise springen muss, ne? Jawohl. Das fetzt. Alter Vater, die Forms. Oh, okay, man kann sogar über zwei Blöcke drüber fahren. Okay. In Ordnung, wusste ich nicht. Wow, okay, über dich springe ich rüber. Über dich wohl auch, okay. Und das war's. Richtig geiles Level, das hat gefetzt. Kriegt ein Like. Ah ne, ups, wir sind ja nicht im Online-Modus. Upsi. So. Und ein Level machen wir heute noch, ne? Genau. Bald 90%. Nice. Die große Käfer-Attraktion. Sammle mindestens 80 Münzen und erreiche das Ziel. Oh ne, Käfer. Oh ne. Oh nee. Ist es so ein Level, wo man so auf so Käfern rum stehen muss? Und dann. Ah nee. Okay. Ich habe jetzt an ein anderes Level-Schema gedacht. Ich habe gedacht, ich muss auf so fliegenden Käfern so rum. Nee, Neustart. Du sollst die Panzer nach oben werfen, Mario, wenn ich nach oben drücke. Danke. Ich habe gedacht, das ist so ein Käferlevel, wo ich halt auf so schwebenden Käfern rumjumpen muss. Solche Level sind ja Bullshit, aber nee, ich glaube, das sollte okay sein. Einigermaßen. So. Okay. In Ordnung. Hier noch ein One-Up. Jawohl. Jawohl. Oh, der hat meine Bahn kaputt gemacht. Der Käfer. Okay. Und hier noch ein paar einsammeln. So. Jawohl. Easy. War's das schon? Ich glaube, das war's dann schon, ne? Mhm. Ja, nice. Kann man machen. So. Okay. Geht klar, würde ich sagen. Ne?
Und ja, das war's vom heutigen Part, ne? Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten bauen wir das nächste Mal das Dach zu Ende. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss.